Hallo, mein Name ist Dennis und ich zeige euch heute die ambiente Beleuchtung in der Mercedes A-Klasse. So, jetzt sind wir hier im Hauptmenü in der A-Klasse, in dem neuen Media Display. Hier könnt ihr sehen, kann man von links nach rechts steuern. So, und das ambiente Licht findet ihr einmal hier unter Komfort. Ihr könnt das Ganze auch über den Touchscreen bedienen. Ich mache das jetzt hier auf dem Bedienpad, damit ihr das besser seht. So, dann haben wir hier einmal Helligkeitseinstellung. Das heißt, ich kann die Helligkeit nach Belieben einstellen. So. Ich habe es jetzt mal maximal gelassen, damit ihr das natürlich auch schön seht, was sich hier dann so ändert. Hier habe ich die Möglichkeit, eine Willkommensbeleuchtung einzustellen. Das heißt, sobald ich die Tür aufmache und ins Fahrzeug steigt, leuchtet das Ganze dann. Hier habe ich dann unter mehrfarbig die Möglichkeit, Farbwelten zu wählen, von Ocean Blue über Purple Sky über Red Moon, Fire Red, Dawn Blue, Sun Yellow, Jungle Green, Glacier Blue, Color Flash, das heißt, geht aus und immer wieder an, und den Color Mix. Das wäre dann der letzte. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, das Ganze als schöne Animation darzustellen. Ich mache jetzt nochmal hier den Color Mix an. Der wird jetzt übergehen. Da werde ich euch noch eine Aufnahme im Zeitraffer reinstellen, damit ihr das ein bisschen schneller seht, wie sich da die Farben verändern. So. Und unter mehrfarbig habe ich dann noch die Möglichkeit, wirklich die Farbe ganz individuell anzupassen, wie ich das so möchte. Und da seht ihr dann auch die verschiedenen Farbstimmungen. Also hat im Prinzip alles, was das Farbspektrum so hergibt. So, dann hoffe ich, das war alles kurz erklärt, dass euch das Tutorial gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst uns einen Daumen nach oben da und aktiviert die Glocke.